Ja Leute, willkommen zu Far Cry 2. Ich dachte, wir machen mal zur Abwechslung mal, wir halten mal was anderes. Wie ihr seht, bin ich hier gerade in der Mission. Ich dachte, ich schalte euch mal zu, da ich das Spiel im Moment so nebenbei durchspiele. Und wir jagen jetzt erstmal schon in diesen Tank, da ist dann Luft. Also ich habe vorhin schon aufgenommen, ein bisschen, wo ich hier war. Aber naja, egal, ich habe nochmal von vorne angefangen. Mein Ziel war es, den Tank, dass sie jetzt zerstören. Also hier waren jede Menge Feinde drum. Ich habe sie alle aus der Ferne abgeschossen und Sniper. Also ich liebe es wirklich zu snipen hier. Ihr seht, ich habe ein älteres Sniper. Ich habe schon sehr viele Waffen freigeschaltet. Wie ihr vielleicht seht, also hier, ich bin jetzt relativ noch am Anfang. Ich habe schon 8 Stunden gespielt. Ich habe aber erstmal alle Waffenhändler, also sozusagen alle Nebenmissionen erstmal schnell gemacht, wie zum Beispiel Waffenhändler, um halt schon mal ordentlich Waffen freizuschalten, und die Attentäter-Mission, um halt schon ein bisschen Geld zu verdienen für die richtigen Quests, die jetzt kommen. Ja, und jetzt habe ich erst, glaube ich, meine zweite Hauptquest, die ich jetzt gemacht habe, abgesehen vom Tutorial. Ich würde mal sagen, wir jagen jetzt erstmal dieses Container hier in die Luft. Ja, eine Granate sollte reichen. Zack. Anruf. Gute Arbeit. Der Zug rollt jetzt. Alle sind an Bord. In 5 Minuten hau ich ab und nicht vergessen. Der Zug ist 2 Meilen vom Bahnhof entfernt. So, also wir müssen jetzt... Abrufstufe 1 hatte ich vorhin auch schon erreicht. Habe ich jetzt auch schon das Upgrade bekommen? Und Verbesserungen? Ja, müsste ich... Wir müssen jetzt nach da ganz oben. Ich bin jetzt Rufstufe 1, ne? Was heißt denn das? Ich weiß es nicht mehr so genau. Die Typen hier sehen auf mich herab. Glauben sie wirklich, sie können es mit mir aufnehmen? Okay. Interessant, also man kann den Gegner auch ziemlich Angst machen. Zumindest habe ich mich nicht in Erinnerung, wo ich das damals auf PlayStation gespielt habe. Ich spiele es ja gerade auf PC. Ich hab's auf, ich spiele es gerade auf leicht. Weil, ja, keine Ahnung. Weil es ein Shooter ist und ich habe sehr, sehr lange hier keine Shooter mehr gespielt auf dem PC. Deshalb mache ich erstmal auf leicht, um reinzukommen. Schauen wir uns mal den Wagen. So, bewegen uns auf das Ziel. Also ich würde mal sagen, wir fahren über die Schienen her lang. Obwohl das noch ein Bahnhof dazwischen. Das heißt, es sind auch wieder Feinde. Aber wir können es, glaube ich, vorbeischleichen. Ich fahre mal die Schienen entlang, das ist jetzt bewegen. Und ich hoffe, es ist immer nice. Ich mache schon mal ein bisschen leiser. Da. So. Gut, wir müssen also... So wirklich ist es hier? Nein, wir müssen jetzt dahin und sozusagen dieser Freundin mal so einen Überfall helfen. Wollen wir doch lieber über die Straße fahren. Ich fahr mal hier lang. Das ist verwirrend. Ich fahr mal hier durch den Pampa, sollte sicherer sein, aber... Nee, nee, die haben einen Wachboss. Warte mal, hier ist was. Gut, dass ich lang gefahren bin. Wie ihr vielleicht das Blinken rechts seht, also in meiner rechten Hand oben das Blinken über den Daumen, das bedeutet, dass hier irgendwo ein Diamantkoffer ist. Oder ein Schakalband. Da in dem abgestützten Bus, umgekippten Bus wahrscheinlich. Ich habe übrigens die... Da ist ein Scharfschütze. Da ist ein Scharfschütze oben. Ich habe ihn genau gesehen. Er hat sich jetzt zurückgezogen. Egal, wir holen uns erstmal in den Koffer. Auf jeden Fall war da gerade ein feindlicher Scharfschütze. Ich möchte ihn ziemlich gerne ausschalten. Ich gehe gleich nochmal da hoch und gucke mal. Erstmal holen wir uns den Diamantkoffer. Diamanten sind sozusagen die Währung hier. Damit können wir uns neue Waffen kaufen. Obwohl ich jetzt eigentlich schon alle Waffen habe, die ich wollte. Obwohl, jetzt kommt noch ein Sniper, aber erst ganz später. Das Einzige, was ich noch kaufen will, sind noch Verbesserungen für Waffen. Oder vielleicht alle Sachen später. Ich guck mal gerade. Da ist er. Habt ihr ihn gesehen? Da. Kleiner Wichser. Denkst, ich sehe dich nicht, oder was? Haha, Kopfschuss. So, das war's. Auf jeden Fall, sowas liebe ich zum Beispiel. Die Feinde haben mich jetzt wahrscheinlich gehört.
Egal, ich bewege mich jetzt mal hier unten lang. Ich werde der Sniper uns eh nicht getroffen, wenn wir hier durch den Busch gefahren werden, aber sicher ist sicher. So, fahren wir mal hier links lang. Ja, ist natürlich dumm eigentlich mit dem Auto hier durchzufahren. Ich glaube, ich gehe zu uns. Hier ist eine Straße, ne? Boah, das lässt mich doch mal hier hoch, so. Auf jeden Fall, ich habe schon ein paar Schätze aufgedeckt, wie ihr seht, diese komischen blauen Dinge auf der Karte. Wir können auch die Karte vergrößern, zum Beispiel hier ist die komplette Karte. Das ist gerade eine Verkleinerung. Die Verkleinerung zeigt alle Wachposten und sowas an. Eine Wachposten sind immer Wachen, die gehen mir auf die Nerven, verfolgen dich dann und so weiter, deshalb vermeidet man die meistens immer. Hier vorne dürfte ein Auto sein, wenn ich mich richtig erinnere. Ach ja, das... Apropos, ich höre ein Auto. Ich hab dich gesehen. Komm mal raus hier. Danke für das Auto. Wenn man vom Auto redet, kommen die Leute vorbei und bringen an das Auto. Finde ich sehr freundlich. Ja, mit dem LMG muss ich echt noch ein bisschen üben. Es hat einen ziemlich starken Rückstoß. Erstmal sollte ich speichern. Mir ist schon was passiert, was Lustiges passiert, als ich die erste Aufnahme abgebrochen habe. Habe ich jetzt F9 gedrückt und der ladet, das ist Schnellladen hier, das hab ich, wusste ich nicht. Und dann einfach mein Spielstand. Boah, mein Auto brennt. Wo ist der Wichser? Was ist gut denn hier? Die sterben, läuft der hier hinten auf der Straße. Auf jeden Fall unser Auto dampft, ich reparier das mal. Kommt da einfach so ein Pisser und schießt auf mich. Wir sind hier übrigens in Afrika, also wer die Story von Far Cry 2 nicht kennt. Das Ziel ist, das Hauptziel ist es hier einen Waffenhändler zu töten. Und ja. Ich werde es nicht spoilern, guckt euch einfach Rockfu an oder Let's Play. Da ist der Wachposten, dahin will ich vermeiden. Ich fahre mal hier durch die Pampa, um einfach unnötige Konzentration. Ein unnötiges Geballer zu vermeiden. Und wir fahren mal zu meinem Versteck. Guck mal, was da ist. Nicht die Tiere überfahren. Also ich vermeide es immer, die Tiere zu überfahren, weil das bin ich eigentlich nicht. Die Far Cry 3 kann man da aus den Tieren Sachen erstellen, hier nicht. Far Cry 3 habe ich auch übrigens gespielt, habe ich auf der PlayStation. Aber ich mochte es nicht so gern. Das hat nicht, also für mich, das hier war mein erster Shooter auf der PlayStation 3, ziemlich cool. So, gehen wir hier rein. Ich habe irgendwas gelesen, das wird eine Verbesserung. Okay. Eine Schrotflinte. Nicht, ich habe noch gar nicht die Kisten freigekauft, ne? Also ich habe hier nur die Pistolenkiste, die anderen muss ich noch kaufen. Ich wollte mir die eigentlich gerade da reinpacken. Cool. Gut, wir haben jetzt, glaube ich, ich glaube, jetzt haben wir immer für immer hier so eine Schrotflinte drin. In allen Verstecken muss ich beim nächsten Versteck mal gucken, ob das stimmt. So. Ich denke, wir könnten eigentlich... Obwohl, nee, in diesem, da er ja Geballer ist, passt dieser Wand ziemlich gut, da wir mit C an einen MG wechseln können. Und das ziemlich gut ist dafür. Weil wir müssen diese Frau beschützen und wann wir sie nach wollen. Und snipen auf Distanz, das ist gut, wenn da so viele Gegner sind. Wow, da ist schon Geballer. So, ihr Pisser. Hallo. Boah, ich kann echt nicht. Boah, brennt das Auto vorne? Ne, jetzt drauf nur. Weißt du, du lebst immer noch. Die halten hier extrem viel LMG-Munition aus. Für das eigentlich ein schweres Maschinengewehr ist. Ich steig mal ab. Also ich nehme uns mal meinen LMG. Also ich nehme mein LMG in die Hand. Ah, klettern können wir jetzt. Oh, wir haben die Mission abgeschlossen. Da ist noch einer.
Ach, das ist die Frau. Ich schieß die Frau an, ich Idiot. Ich bin so ein Vollidiot. Okay, jetzt muss ich Medikamente bekommen, weil ich habe wohl keine Malaria-Tabletten mehr. Ich hoffe, die sind mir jetzt nicht böse. Ist sie mir böse? Das ist natürlich jetzt peinlich gewesen. Ich dachte, du bist im Zug drin, Mädchen. Alles in Ordnung? Danke, dass Sie hergekommen sind. Ich halte Sie nicht auf. Tut mir leid, dass ich dich angeschossen habe. Ich arbeite meistens immer allein im Spiel. Deshalb ist das ziemlich verwirrend. So, wir brauchen Malaria-Tabletten. Also wir sind hier krank, wir haben Malaria. Wir brauchen immer Tabletten neue. In der Stadt. Ich würde mal sagen, gehen wir mal in die Stadt und besorgen uns neue Tabletten. Es wird echt ein bisschen peinlich, dass ich die angeschossen habe. Ich hab die echt nicht erkannt. Weil die ist weiß. Die meisten Leute, Soldaten tragen auch helle Kleidung. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass sie in den Zuchter sitzt, irgendwo sich verschanzt. Und nicht da außerhalb. Naja, egal. Ich habe es jetzt auch nur am Gestöhne von der Frau gehört. Na gut. Nehmen wir den Bus hier. Das sind übrigens Schnellreiseposten. Damit können wir schnell an verschiedene Orte reisen. Ich würde mal sagen, wir gehen in die Stadt. Nein, das ist nicht die Stadt. Hier ist die Stadt. Oh, mein Fahnenkreuz sieht man noch. So, hier haben wir auf jeden Fall den Ladescreen. Da unten steht immer so, welche Sachen, was man gerade erlebt hat. Und schöne Hintergrundbilder. Wie gesagt, hier in dem Spiel ist das sozusagen, findet ein Krieg statt zwischen den Afrikanern, sag ich jetzt mal, sozusagen von den Patrioten für das Land, für Afrika, die das komplett zu einem Afrika machen will, und Ausländer halt, also ausländische Menschen. Ja, also das ist, es geht eigentlich nicht um den Krieg, es geht eher darum, diesen Schakal zu töten, diesen Waffenhändler, der halt die Waffen immer verkauft und dadurch immer Kriege kommt. So, wie ihr seht, haben wir unser MG hier so ganz komisch. Das liegt daran, da hier Waffenruhe ist, also Waffenstillstand. Wir können natürlich rumballern, wenn wir wollen. Das sollten wir aber vermeiden, da wir sonst alle auf uns gehen, weil hier halt wer schießt, wird getötet. Ich nehme mal das LMG, weil der Rest immer so bescheuert aussieht. Behalten das Sniper so bitte, das sieht voll komisch aus. Ich nehme einfach das LMG. Ja. Wir können übrigens Leute bedrohen, finde ich ziemlich lustig. Was soll das? Na, immer noch große Fresse. Und wir regeln das. Ja? Na? Ja, aber. Was? Guck mal, jetzt schon wieder große Fresse. Ja? Sei doch kein Idiot, Mann. Ja, dann halt die Fresse. Hey, Waffe weg. Nochmal verschwinde, bevor ich dich erledige. Ich hab meine Waffe. Nein, halt die Fresse. So. Auf jeden Fall, wir holen uns jetzt erstmal Tabletten. Hier in dieser Kirche ist das. Der Priester, ja, wird uns weiterhelfen für Tabletten. Ja, klopfen wir mal an. Ah ne, genau, es war anders. Das ist der Priester. Sprechen wir ihn mal an. Hallo. Die Malaria macht ihn zu schaffen. Ja. Ich habe heute nichts, Sir. Reden Sie mit meinem Partner, einem Tierarzt nordwestlich von Pala. Sehen Sie auf Ihrer Karte nach. Kein Mann mit guter Seele wird zurückgewiesen, aber eine gute Tat nährt diese Seele. Für diese Transitpapiere erhalten Sie Ihre Medikamente. Genau. Also immer, man braucht mal, man tauscht, man gehen gibt Sie mit Gott und seien Sie vorsichtig, die Gegend ist gefährlich. Ja. Auf jeden Fall, man braucht immer die Medikamente, um. So, ich habe halt mal kurz mein Leben, um hier eine neue Spritze mitzunehmen. Auf jeden Fall, man braucht mal diese Papiere, um sozusagen den Menschen dazu helfen, dass sie auswandern können. Also weil hier Krieg ist, die meisten, viele Menschen fliehen dann. Hier fängt übrigens das Spiel an in dem Gebäude. Ich verrate jetzt nichts für Leute, die das Spiel selber spielen wollen oder so. Das Spiel ist ja relativ alt, aber na, es gibt ja immer noch Leute. Was? Schnauze, auf jeden Fall müssen... Ah, oh, da schon wieder. Und wir waren doch gerade da. Ich glaube, wir können mal... Wir nehmen den Wasserweg, also ein Boot. Das würde mehr Sinn ergeben. Was willst du? Was ich will dich abschießen. Das mache ich aber jetzt noch nicht. Also gut, wir müssen dahin für Wasser. Ich kann übrigens, ich bin übrigens, also ich gucke ziemlich oft auf die Karte. Wir haben übrigens auch eine Machete hier.
Was ich auch ziemlich komisch finde, also es gibt ja auch Attentäter-Missionen hier in der Stadt. Wie ihr seht, ich habe zum Beispiel eine schallgedämpfte Waffe, ich mache eigentlich mal direkt Kopfschüsse. Die wissen aber trotzdem, dass du die abgeschossen hast, egal ob du in der hintersten Ecke den getötet hast. Die wissen sofort, dass du das warst und jagen dich, also ein bisschen komisch. Oh fuck, wo ist denn das Dock mit dem Boten? Ich bin doof, ne? Ja, da ist das Dock mit dem Boten. Ich kann nachher noch mal ein Waffenlager zeigen. Ich werde mal sagen, ich werde das so vielleicht so eine halbe Stunde aufnehmen oder so. Falls ihr mehr Videos hiervon sehen wollt, könnt ihr es gerne schreiben. Dann mache ich natürlich mehr Videos. Warum auch nicht? Das ist mal eine schöne Abwechslung von Star Wars. Also ich nehme natürlich noch immer noch Star Wars auf. Ich habe jetzt zum Beispiel heute zwar nur ein Part. Also ich wette, dieser Part kommt wahrscheinlich noch heute hoch. Ich habe heute zum Beispiel nur ein Part hochgeladen, weil, keine Ahnung, ich hatte keinen mehr und hatte jetzt nicht so Bock. Da ist das Dock. Mal Star Wars und so schmeißen. Hab ich echt nicht den Eingang hier gesehen. Ich bin so blind. Auf jeden Fall würde ich mal sagen, wir speichern einmal. Weil es passiert immer mal ein bisschen Blödsinn und ich möchte jetzt ungern sterben dann. Ich mache das mit Tastatur, das geht immer schneller, weil die Maus sich irgendwie so langsam bewegt. Hier bewegt sie sich ganz normal im Menü irgendwie so langsam. So, wir können übrigens auch mit Booten fahren. Sie haben vorne ein MG, wir können leider nicht mit C zum MG wechseln, wir müssen uns hier hinbewegen. Ihr seht, wir haben auch ein paar Grafikfehler. Ja, ich weiß nicht warum, es ist im Original, also auf der PlayStation nicht so gewesen. Aber ich habe jetzt nicht den allerbesten PC, ich wundere mich sogar, dass das Spiel überhaupt flüssig läuft auf meinem PC. Selbst ich habe jetzt die höchsten Grafiken eingebaut, die allerhöchsten glaube ich nicht eingestellt, aber es läuft flüssig. Aber ich setze, finde ich sehr geil. So, wir fahren jetzt hier gleich rechts hinter der Brücke. Wir fahren nicht, wir schwimmen ja mit dem Boot. Wir fahren mal hier lang, ich sag einfach fahren. Zeit, die Medikamente zu holen. Mit den beiden Maustasten gleichzeitig drücken, können wir nach hinten gucken. Mit rechts nach rechts und ich sehe gerade unser Thailand geblinkt. Das will ich mir nicht entgehen lassen, hier den Schatz mitzunehmen. Weil sich das doch schon ziemlich häuft. Außerdem gibt es ja auch Schakalbänder, also von den Waffenhändlern. Darauf achten, wann es wieder blinkt. Ja, wird es mal wieder blinken? Nee, doch. So, unser Metalldetektor raus. So. Metalldetektor ist nicht. Auf jeden Fall, wenn das, es blinkt ja, wenn das sofort, wenn das grün bleibt, dann gucken wir in die Richtung, wie zum Beispiel jetzt. Das heißt, das Teil müsste da liegen. Wir lassen das Boot einfach mal hier, wir können schwimmen. Ich weiß nicht, was damit los ist, aber hier wird es auf einmal hell, dann wieder dunkel irgendwie im Wasser. Ich weiß es nicht. Wir sind ganz in der Nähe. Ist hier irgendwo? Hallo, wo bist du? Da in die Richtung. Das geht am Busch. Warte, da liegt das. Ja, ein Diamant, ne? Das spart sich auf. Und wieder abtauchen. Diesen schwarzen Bug oder was das da sein soll, mir egal. Stört mich jetzt nicht so sehr. Bin froh, dass das Spiel überhaupt läuft. Für meinen PC hier, das ist nicht der beste. Daher bin ich schon zufrieden, dass es läuft. So, wir haben da vorne einen Wachposten an der Brücke, wie ihr seht. Ja gut, ein bisschen weiter abseits, aber sollten da ohne Probleme langkommen. Falls uns verfolgen mit Booten, werde ich mich einfach umdrehen und sie erschießen, fertig aus. Gibt's keine Widerrede. Na, wollt ihr mich verfolgen? Nee, ihr besser? Okay, dann nicht. So, gut aufpassen, dass ich nirgendwo gegenfahre. Das passiert mir mal öfters, wenn ich so auf die Karte gucke. Verdeckt die Karte hier die ganze Weg. Ich guck meistens immer auf die Karte wegen den neuen Wachposten. Genau, wir haben hier einen an der Brücke. Ich glaube, wir fahren einfach vorbei und da hinten haben wir noch einen am Wasser. Ich hoffe mal, dass wir uns nicht verfolgen. Da sehen wir schon einen da rechts, ihr seht am Dock. Wir werden gleich uns auf und schießen, aber wir sind scheißegal. Ich fahr vorbei. Da vorne haben wir übrigens ein anderes Boot. Das ist gefährlich, das müssen wir direkt ausschalten.
Tschüss. Ich fahr mal weiter. Fuck, die verfolgen uns. Vielleicht habe ich Glück und keinen Saab. Das könnte auch sein. Ach so, vielleicht. Ich wollte gerade sagen, so kann er so weit schießen. Also man kann so weit schießen, aber trifft er nicht. So, links haben wir noch einen Wachposten mit noch ein Boot. Ich fahre einfach weiter. Ja, ich mit auf. Ja genau, dein Shotgun trifft auf die Distanz. Das ist verarschen. Ich sehe das jemand anderem. Ganz ehrlich. So, unser Boot raucht. Ich fahre trotzdem weiter, um halt die... Wenn ich jetzt anhalte und es repariere, dann verfolgen die mich. Deshalb cruise ich mal weiter. Ich warte, bis wir am Kartenende sind, dass er die neue Karte reinnimmt. So, was haben wir hier auch? Wir sind schon gleich am Ziel. Das haben wir hier links. Das passt gut. Verfolgt uns jemand? Jetzt mit dem Boot da reinzugehen wäre ziemlich dämlich. Deshalb springe ich hier vom Boot runter und gehe da rechts am Gebüsch hin. Und gucke erstmal, ob uns jemand verfolgt hat. Wir sollten das nicht so sehen. Ich habe übrigens auch einen Stealth-Anzug, das sieht man zwar nicht. Aber ich habe dadurch eine Stealth-Verbesserung. Da haben wir übrigens Feinde, wie ihr seht. Ich schalte... Was? Haben die mich gesehen? Verarschen, wie siehst du mich denn hier? Na gut, egal. Töten wir sie einfach einmal hier alle. So. Was? Okay, er ist tot. Da kommt ein Boot, habe ich es doch gesagt von vorhin. Schalte ich mal den Fahrer aus. Gott, das war's. Bitte was? Wer schießt denn auf mich? Hinter Öl, was? Hä, wo war's? Hä? Fick dich, hier frisst meine Granate. Drecksfisser, ey. Was hat er da gerade runtergerollt? Wie sieht er mich denn irgendwo? Na egal. Haben wir da noch Feinde? Wir haben hier so ein bisschen Gras, ein bisschen ganz, ganz leichte Deckung haben wir da. Na, hier ist aber anscheinend niemand mehr. Ich höre auch keinen mehr sabbeln. Die sabbeln übrigens auch ziemlich lustige Geräusche, wenn du dich versteckst. Das finde ich immer ziemlich lustig. Oder wo ich ja immer auf der höchsten Stufe war, weil dann bist du ja echt ein Killer. Sagen, dann ist einer mal, ich habe mich so im Busch gesetzt an der Straße. Also ich muss euch zum Beispiel vorstellen, ja hier so die Straße, die wird jetzt hier geradeaus weitergehen. Und ich saß dann hier irgendwo im Busch. Und der ist heulend an mir vorbeigerannt, weil er voll Angst hatte. Ich fand das so lustig. Schade, dass ich den Spielstand mich auf PlayStation habe, aber ich werde jetzt den Spielstand freischalten. Ah gut, wir haben den Untergrund freigeschaltet. Der lebt noch. Gut, der war halb tot, irgendwann verbluten. Die Last Stand in Call of Duty, ich habe ihn jetzt einfach erschossen noch. Da liegt der übrigens. Der andere, da hinten müsste noch dieser andere Typ liegen. Ja, die Sonnenbrille steht, ne, nach einem Kopfschuss. Wo haben wir den im Bauch geschossen? Man kann übrigens hier mit der Leiche auch noch ein bisschen, also, ne, doch jetzt hier so ein bisschen rumschneiden, aber egal. So, gehen wir mal hier rein. Die Menschen gehen freiwillig. Ich habe sie da draußen gesehen, vielen Dank. Wir packen heute Abend ihre Sachen. Gute Neuigkeiten, bringen Sie sie nach hinten. Echt? Wer hat er mich denn gesehen? Jetzt alles zu, außerdem war ich da ganz hinten versteckt. Sie sind krank. Wir helfen Ihnen. Wir haben Medizin. Haben Sie die Papiere? Ja, hier kannst du gerne haben. Es geht Ihnen gleich besser. Wir helfen uns gegenseitig, ja? Ja, wir geben Ihnen die Papiere, damit Sie flüchten können und wir kriegen Tabletten. Wie ihr seht, da ist seine Familie wahrscheinlich dahinter. Also bis dann. Gut. Ja, bis dann. Wir sehen uns zwar nie wieder, aber egal. So, das war's mit dieser Mission. Ja, wir haben 24 Minuten. Ich glaube, ich nehme noch so ein bisschen auf. Oh, wir haben eine neue... Ich habe eine neue Mission in der Mike's Bar. Eigentlich könnten wir locker mit einem Boot dahin fahren. Oder wir gucken... Ne, wir gucken mal im Waffenladen vorbei. Guck mal, was da Schönes zu kaufen gibt. Ja, ich habe jetzt ein bisschen Geld gesammelt. Zeige ich euch mal, wie man Waffen kauft. Also man kann übrigens Waffen auch von den Gegnern einsammeln, benutzen, aber die sind teilweise schon richtig verrostet. Und die Waffen gehen nach einer Zeit hier auch kaputt, also wie in echt.
Oder sie haben Ladehemmung, das ist ziemlich scheiße, wenn man am Schießen ist. Die Waffe klemmt. Daher sehe ich mal zu, dass ich frische Waffen habe. Wenn man eine Waffe gekauft hat, bekommt man sie immer wieder neu geliefert. Da haben wir den Laden. So, das rechte ist immer, also dieses kleine Besonderzeichen ist immer der Händler. Und das ist übrigens das Waffenlager, also ich würde sagen, wir gehen erstmal zum Händler. Gebe ich mir nochmal eine Spritze. Kann ich mir gleich, hier gibt es auch immer Spritzen. Also hier auf der PlayStation-Version konnte man, glaube ich, entweder nur Busfahrten oder so speichern oder nach, wenn man jetzt einen Konvoi überfallen hat, dann konnte man automatisch schon mal speichern. Oder an diesen Teilen hier. Ja, hier dann kam immer das hier. Das kam dann nach jeder Kill-Mission dann auch. Also wenn ein Ziel tötet musstest und dann kaum war das Ziel tot, kam das. Ich glaube, hier kann man auch so speichern. Ich wusste jetzt nicht, ob es auf der PlayStation-Version auch hier war. Auf jeden Fall, wie ihr seht, der Waffenhändler ist nicht da. Hier haben wir schon schöne Spielzeuge, wie zum Beispiel Desert Eagle und so weiter. Der ist nur da, wenn er Missionen für uns hat, wie ihr seht. Ich habe alle Waffenhändler-Missionen in diesem Kapitel gemacht. Das heißt, es gibt erst Waffen wieder Waffenhändler-Missionen, wenn das Kapitel beendet ist. So, wir setzen uns hier an den PC. So. Oh nein, euer PC ist nicht abgestürzt, sieht das komisch aus, veraltet. Auf jeden Fall, hier haben wir dann einige Waffen. Wir haben jetzt 40 Diamanten. Hier zum Beispiel, wenn wir uns eine Schrotflinte kaufen, wir 4. Viele habe ich jetzt noch nicht frei, wie ihr seht. Da ist die Usas, die haben wir jetzt, glaube ich, immer im Versteck freigeschaltet. Hier haben wir noch eine andere Sniper. Das ist aber eine Vollauto, also eine Halbautomatik, also mit kein Kammerverschluss. Ich schieße ziemlich gerne mit Kammerverschluss, also habe ich die jetzt noch nicht gekauft. Mein Ziel ist es eh, alle Waffen zu kaufen, um das Lager voll zu kriegen. Das ist übrigens auch ein ziemlich geiles Scharfschützengewehr. Ein Pfeilgewehr, das schießt mit giftigen Pfeilen, die töten sofort und das ist sozusagen ein leiser. Also das ist Stealth, weil du hörst den Schuss nicht. So, wir können natürlich auch noch hier Handbücher kaufen, für Präzisionsverbesserung braucht man nicht unbedingt. Verlässlichkeiten aber, dann gehen die Waffen nicht so schnell kaputt. Können wir auch Reparaturverbesserungen kaufen, das braucht man nicht unbedingt. Hier haben wir dann Ausrüstungen. Ich bräuchte mal so einen Angriffsgurt irgendwann mal wieder. Die werden dann wahrscheinlich erst im nächsten Kapitel kommen. Verbandsgurt, hier haben wir dann auch Kisten. Ich würde mal sagen, ich kaufe mal die beiden Kisten. Das wäre dann besser, dann kann ich auch seltene Waffen endlich lagern. So, jetzt habe ich zwar mein ganzes Geld ausgegeben, aber das ist egal. Dafür kann ich jetzt, habe ich endlich die Waffen lagern gekauft. So, ne, hier rechts war es, genau. Hier können wir unsere Waffen, haben wir unsere Waffen drin. So, aber ihr seht, ich habe, das war meine erste Waffe hier oben. Dann später die MP5 mit Schalldämpfer und hier hinten schieße ich das Scharfschützengewehr, die uns mal neues. Die kommen immer wieder, also die spawnen immer wieder. So, eine frische Pistole, ein neues LMG-Gewehr. So, wie ihr seht, habe ich hier Bonuswaffen. Also ich habe das DLC kostenlos dazu bekommen. Da gibt es dann hier Bonuswaffen, wie ihr seht. Ja, das ist eine Schrotflinte, das ist eine Schrotflinte mit Schalldämpfer und das ist eine Armbrust. Die habe ich früher mal benutzt. Damit konnte man wunderbar feindlich Konvois abschießen. Ich würde mal sagen, wir packen die Armbrust hier rein. Mit. Okay, wenn man sie reinpackt, ist sie unsichtbar. Die sind dann in Verstecken immer da. Und dann würde ich sagen, packe ich eine schöne MP5. Falls ich mal ein Sturmgewehr brauche, packe ich die MP5 hier rein. So. Mein Scharfschützengewehr. So, jetzt habe ich hier die MP5 drin. Hier ist die Armbrust. Hier können wir uns neue Granaten einpacken. Mehr Benzin, also für Molotov-Cocktails und Munition. Sonst ist Wasser hier erstmal drin. Also nicht mit der Folge, ich glaube, ich mache einen Augenblick. Aber viel mehr gibt es hier im Moment nicht. Also man kann halt die Waffen alle kaufen und wenn sie hier gelagert an den Wänden. Für möglichst alle Waffen freischalten. Ja, ich frage mich, ob man nach einer Zeit noch mehr Kisten bekommt im nächsten Kapitel mit noch mehr Waffen. Hat mich ziemlich gewundert. Ich habe ganz vergessen, dass ich das DLC habe. Aber gut, es gibt auch nämlich neue Fahrzeuge und sowas. Gott. So, was wollten wir machen? Ach genau, wir haben keine Mission. Ah, hier haben wir Malaria-Anfall.
Ihr seht, wir müssen für die Tabletten nehmen, weil wir an Malaria erkranken. Die Tabletten stoppen Malaria für eine gewisse Zeit. Okay. Also wir können eigentlich den Bus runternehmen oder nehmen wir die Mike's Bar. Ich würde sagen, das machen wir noch und dann mal schauen, was das für eine Mission ist. Ich will, dass das Video jetzt auch nicht zu lange wird. So, wir fahren den Weg hier hoch. Fahren wir durch die Pampa oben an die Straße, wo es dann hochgeht zum Bahnhof. Naja, zur Busbahn, ja. Da machen wir das gerade. So, es gibt auch übrigens unterschiedliche Gebiete nach hier. Also es ist nicht unbedingt heiß. Es gibt auch richtig dicken Dschungel. Den gibt es auf der großen Map mehr im Osten. Und natürlich außerhalb ist alles Wüste. Boah, ich Idiot, ich fahre direkt in den Außenposten rein. Das will ich doch gar nicht. Komm, du kommst ja mal durch. Gott. Wüste, es gibt auch große Seen. Später. Fuck. Das schaffe ich jetzt noch. Fuck, hinter mir. Dann geht's schon. Ich denke, war noch der Scharfschütze. Ich bewege mich mal weiter. Toll, mein Auto brennt. Es ist ein Zeit zu sparen, schnapp ich. Da ist er, ich habe ihn gesehen. Denkst du, du kannst snipen, Kollege? So, jetzt ist er tot. Am besten, wenn da noch das Fadenkreuz ein bisschen rot leuchtet, am besten noch einen Schuss nachgeben. Dann ist das, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dann kann man halt sicher gehen, dass er tot ist. Junge Leute, ey, was habt ihr denn für Probleme? Habt ihr nichts anderes zu tun, ey? Meine Fresse. Sowas wollte ich eigentlich vermeiden, weil es einfach nur Zeit kostet. Übrigens spawnen die Wachen auch wieder an diesen Stellen. Also, na gut, jetzt nicht sofort, sondern ja, so, keine Ahnung. Bevor man zu bald weg ist, dann spawnen die halt neu. Nee, ne? Toll. Gut, das heißt, wir können das Auto übrigens wieder richten. Aua. Alter. Ich habe einen Schuss gehört. Da ist er. Okay. Da. Denkst du, bist ein richtiger Sniper oder was? Lebt er noch? Nein, er ist tot. Okay, die haben das nicht mitbekommen. Dann brauche ich auch keine weitere Zeit mehr verschwenden. Kann ich das Auto nicht reparieren? Jetzt haben sie mich natürlich gefunden. Mich am Arsch, was willst du eigentlich von mir? Wo ist denn der Wichser da? Scheiße, zu früh geschossen. Da muss er so ein bisschen reinkommen mit dem Snipen hier, auch mit der Maus. Einmal kurz scannen, ob wirklich alles in Ordnung ist. So. Könnt ihr mich jetzt mal in Ruhe lassen? Ich will nur wieder in die Stadt. Ja, will ich doch gar nicht. Ja, das ist auch ein cooles Motorreparieren. Einfach mal so ein bisschen an dem Kreisding drehen. Und schon geht das Auto wieder. Ein bisschen unlogisch, aber naja, egal. So. Ja, vorsichtig, vorsichtig. Boah, natürlich rasig. Man kann übrigens Bäume nicht umfahren. Man kann aber Bäume abfackeln. Mit Molotov-Cocktails. Oder mit Raketen. Und rechts haben wir Zebras. Ich werde versuchen, keins zu überfahren, weil so rum auch. Ich möchte keine Tiere überfahren. Tiere haben eh nichts getan. Also was soll's. Gut, fahren wir jetzt hier hoch. Wir waren natürlich auch schon vorhin schon, genau. Hier links haben wir dann auf die Frau geschossen. Hier unten. Oh, der Zug steht da immer noch. Ich schätze, waren glaube ich nicht in der Zug, ne? Nee, ich kann mit. Gut, gehen wir jetzt wieder in die Stadt. Ich glaube, das hier war die Stelle mit der Stadt, ne? Genau.
35 Minuten einfach. Ich würde sagen, wir fahren noch in die Mike's Bar, unterhalten uns mit ein paar Leuten da und dann gehen wir. Also dann höre ich ja mit dem Video auf. Das wird wahrscheinlich über eine Stunde dauern. Obwohl manchmal ist mein Internet voll schnell. Dann kann ich Videos nach und nach, zack, zack, ist das Video fair oben. Also Videos, also mehrere. Und manchmal pennt es halt. Ich verstehe es nicht. Na gut, wir speichern mal der Zelda. Also ich habe 2 Spielstände, falls mal irgendwas falsch mache oder so, dann passt das. Wir sind hier wieder in der Waffenruhe, also waffenfreien Zone. Meine, wir können aber trotzdem einen anschießen. Stecken uns hier, schießen mal einen an und dann laufen wir, direkt ab. Schön lustig. Können wir die mal sabbeln hören, was die so reden. Suchen wir uns ein schönes Ziel aus. Hey, wie geht's? Ja, hier ist keiner. Hey. Stecken wir uns mal hier. Stirb, du Opfer. Ich sehe ihn hier. Steckt und dann Schuss mit dem Scheiß. Ich hab noch nicht von ihm gehört. Was ist das? CIA? Komm angegriffen. Gehört er zu den irren Russen? Ich kann ihn nicht. Ich würde sagen, wir auch nicht mehr ab. Hallo, ich möchte hier durch. Ja, raste da aus, ey. Oh, mein Auto noch. Oh, ich bin schon alles los. Egal. Das ist nicht so, wenn man wiederkommt, so trotzdem nicht auf einen böse. Klar, dass sie mich jetzt so schnell entdeckt haben. Naja. So, wenn wir jetzt noch ein Stückchen rausfahren, sind wir sicher, dann kann ich mein Auto reparieren und mich heilen. Ja, sind wir sicher. So, einmal aussteigen. Heilen. Zack. Und das Auto reparieren. Wieder mal kräftig dran drehen. Egal, was es bringt. Autos können übrigens auch explodieren, also sind keine Panzer. Sobald das Auto brennt, sollte man raussteigen. Was war das gerade? So, auf jeden Fall können wir jetzt hier echt so die Mike's Bar fahren, bis auf den Wochenende, ja. Ob's das sagt? So. Wie gesagt, auch immer ein Fahrzeug und ein Boot. Mal SMG nachladen. So, jetzt können wir mal hier reingehen. Oh, ein neuer Freund. Hallo. Ist neu hier. Ist neu in dieser Stadt. Schön, dass du da bist. Ich habe ein Problem. Echt? Scheißegal. Tschüss. Oh, nein. Nein, Spaß. Komm her. Dieser Typ, Commander Alessi, hat mich gebeten, diese Munition abzuliefern. Kein Problem, habe ich gesagt. Und? Ich habe den Job erledigt und jetzt will er nicht zahlen. Das macht mich echt sauer. Für den ist mir die Munition zu schade. Wir haben sie auf diesen Truck verladen. Der ist beim Hafen, von der Villa aus den Hügel runter. Meinst du, du könntest den Truck für mich abholen? Abholen und dann? Ich wusste, du bist cool. Wir sollten zusammenhalten. Okay. Und was soll ich mit dem Truck machen? Bis denn. Ja, bis denn. Das ist da hinten. Aber ich habe noch mal Bock, so eine schöne Schießerei anzufangen. Ich glaube, wir gehen noch mal zurück und schießen einfach mal ein bisschen rum. So. Du kannst dich übrigens auch an diesen Schildern orientieren, aber ich orientiere mich eigentlich mal auf die Karte. So, hier müssen wir rechts abbiegen, weil wir sind ja da über so eine Schanze gekommen. Wir können da nicht einfach.
komisch gefühlt, aber naja. Wie ihr seht, wir fahren auch gar nicht auf der Straße, wie der Fall ist, wie zu weit draußen. Komisch, naja. Hier findet man übrigens weitere Diamantkoffer. Hier links. Und in der Stadt gibt es auch zwei, aber an die darf man nicht ran, weil das Sperrgebiet ist. Also man muss halt eine Schießerei anfangen. Also der eine ist da. Ja, und der andere ist halt, warte mal, guck mal auf der Karte. Wie ihr seht, wir sind hier auf dem Sperrgebiet hier rechts und der andere ist bei dem anderen roten Punkt. So, ich hätte aber irgendwie Bock noch mal ein bisschen Schießerei anzufetteln. Einzuzetteln. Ich glaube, wir suchen uns mal so ein schönes Versteck, wo man sich verstecken kann. Und dann hören wir mal zu, wie die Leute uns suchen. Das ist ziemlich witzig, was die mal sammeln. Ich finde das immer total lustig. Suchen wir uns ein schönes Versteck. Irgendwo so in einer Ecke, wo die uns nicht finden. Wir nicht. Ich war noch nie so wirklich überall in der Stadt. Also zumindest in den Gassen nicht. Ich habe einfach nur meine Quests gemacht oder so. Also meine Aufträge und dann bin ich abgehauen. Also hier sind übrigens auch... Ups, nein. Hier sind zwei Symbole. Hier hinten haben wir das UFL-Lager und da und das auf der anderen Seite ist das... Also hier ist das UFL-Lager. Und da hinten ist das der APR... sind halt verfeindet, aber die haben hier Waffenruhe gemacht, einfach mal so, damit die nicht immer ständig Schießereien geben. Ich möchte mich irgendwo verstecken. Ah, hier haben wir uns das letzte Mal versteckt, ne? Das war keine gute Idee. Kann man sich ja noch verstecken. Das war's, schieb den Arsch hier raus. Alter. Ich erschieß dich gleich, ne? Uns da verstecken im Busch. Ich speichere mal noch mal. Ich speichere einfach mal neu. Scheißegal. Was kostet denn ein neuer Spiel? So, stecken wir uns mal hier. Ich mache einen Sniper raus und schieße den einen in die Birne. Na komm, sucht mich. Müssen wir mal mit dem Sound ein bisschen leiser stellen bei euch. Nein, Vorsicht! Scheiße, die Penner packen's nicht. Na kommt. Ich bin ein Camper. Oh, scheiße, das hab ich nicht gesehen, weil ich gerade niesen muss. Wir werden angegriffen. Nee. Ich frag mich eigentlich, ob unendlich kommt. Okay, gib mir Deckung. Oder irgendwann mal Schluss ist. Warte, ich mach mal die Musik kurz aus. Das kann man besser hören, was die sabbeln. Die Musik ist echt laut hier. Also ohne mit Kopfhörern. Und ein mieser Killer da draußen. Aber bei mir endet seine Party, richtig? Ganz genau. Bring es zu Ende. Yo. Jetzt ist gut, wo bist du? Ich bin hier. Hier. Ich hab die Musik nicht gerade ausgestellt. Du wirst mich hier nicht allein lassen. Na, ich bin mal gespannt, wie viel noch kommen. Hier mach Kauer, Game over, Arschloch! Game over? Wenn jemand da drüben ist, dann kommen seine Kumpels auch hierher, also pass auf! Ich hab keine Kumpels, ich arbeite alleine.
Na kommt. Red noch ein bisschen. Wieso die eigentlich durch die Wand schießen können, verstehe ich nicht, egal. Na kommt. Wenn noch mehr jemand, wenn noch einer was auf die Fresse ist. Ey, in die Fresse. Oder auf die Mütze. Schießt durch die Wand. Es ist realistisch. Na gut, es ist realistisch. Aber ihr seht mich ja. Was machst du? Es kommt. Erschieß ihn, Mensch. Gib mir Feuerschutz. Na, kriegt ihr schon Angst? Halt, wir halten die Flanke, sonst sind wir völlig offen. So, ich habe einfach mal eine Granate rübergekommen. So, war's das jetzt mal? Wollt der eine schon rum oder was? Na komm, wer will noch einen auf die Mütze? Kommt ihr noch? Oder war es denn jetzt mit euch? Scheiße. Genau in dem Moment, wo ich nachlade, ne? Ich bin voll auf die Tür genauso. Da kriegt ihr schon Panik? Dumm, da, dumm. Ich wechsle mal meine Position. Na komm. Steck ich. Hey, Junge hier! Ach, hier müsste es doch jetzt langsam mal gehen. Ich glaube, ich reiche jetzt langsam auch. Wo hast du ihn zuletzt gesehen? Da lang. Na komm, dreh dir doch mal wieder ein bisschen. Oder habt ihr schon Angst, meine Freunde? So, hier ist keine Spritzenbalken mehr. Ich werde hier nach nicht speichern, also was soll's. Alter, ist das dein Ernst? Ich hab dir deine Biene geschossen, diese Glitsche sich dann so um die Ecke. Keine Sau! Alter! Was los? Ja, okay. Egal, ich bin mal weg, Freunde. Ich glaube, da spawnen auch unendlich viele. Ich will irgendwie noch nicht aufgeben, ich will die alle kalt. Scheiße. Na komm. Manchmal schreien die auch so ziemlich geil Scharfschütze voll laut. Na? Genug? Ich schleiche mich mal näher ran. Das müsste es jetzt, glaube ich, langsam mal gewesen sein. Ey, ey, komm hier, Ghetto! Ich fahre gerade auf die Karte gucken. Können wir neue Quests an? Mitten in der Ballerei, eigentlich geht das ja nicht, aber egal. Das müsste ja eigentlich jetzt mal los sein, ne? Jetzt ganz schön viele schon getötet. Ich brauche gleich keine Spritzen mehr. So. Da war auf jeden Fall noch einer. Na? Wollt ihr nicht mal was reden? Alter, Alter, wir haben schon 50 Minuten. Ich sollte das nicht so lang ziehen. Ist der Part echt krass lang.
Und dann hast du halt auch mit dieser guten Grafik jetzt mit dem... Egal. Seid jetzt alle tot, oder? Wenn ihr ein bisschen lauter macht, dann hört ihr die Feinde noch, da sind noch ein paar. Komm, erzähl mal, sag mal ein bisschen was. Scheiße, wurde entdeckt, ich habe ihn gesehen, der war rechts. Verschick mich mal hier im Busch. Wir dürfen uns jetzt nicht so schnell haben, ersehen mit Schalter, ersehen mit Tarnungssuch. Na komm. Bin ich schon Angst? Hä? Bin ich schon Angst? Hab ein mieses Gefühl. Echt? Aber mich stört, dass die Musik jetzt hier an ist. Ich hab die doch rausgeschaltet. So. Bezweifle. Na kommt. Schieß jetzt mal nicht, weil ich hören will, was die sagen. Na kommt, unterhaltet euch. Schritte auf jeden Fall. Da ist einer hinterm Auto. Ne, wollt ihr jetzt nicht mehr labern? Das habe ich doch extra die Musik ausgemacht. Ne? Na kommt. Na kommt. Hey Bud, komm her bei mir drüben. Der Ärger oder was? Was ist los? Er ist weg. Scheiße. Hallo. Oh, natürlich. Ich glaube schon, dass die Nacht waren. Ich werde das Level auch gleich auch mal aufhören. Eine Stunde ist viel zu viel. Hey. Wo ist er? Er muss hier sein. Schnell, da war er. Okay, ich warte jetzt hier noch 2 Minuten. Vielleicht sagen sie noch irgendwas Lustiges und dann höre ich auf. Er ist weg. Links ist einer. Da. Das Spawn aber war neu. Einer weiß, wo er ist. Wer? Wo wer ist? Der Angreifer könnte überall sein. Scheiße, die Penner packen's nicht. Die spawnen nach, weil wir haben schon mehr als genug getötet. Oh, da ist er. Was ist das denn? Ein Angriff? Ja, durch die Wand glitschen kann ich auch, Freund. Idiot. Na egal, ich würde sagen, das reicht jetzt auch. Haben wir noch ein bisschen Blödsinn gemacht am Ende. Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr noch mehr Videos sehen wollt, ich habe jetzt nur eins gemacht. Über eine Stunde mache ich vielleicht ein paar kürzere. Ja, auf jeden Fall würde ich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Es war ja nur einmal für zwischendurch. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.